verstörende Entwicklungen in der Medizin. Dieser Parasit soll Wirkstoffe ins Hirn einschleusen. Unvorsichtigkeit kann da einfach ganz schnell zu massiven Schäden führen, weltweit. Die gefährlichste Art, die der Mensch jemals in der Geschichte ausgesetzt war. Dieser Parasit soll Wirkstoffe ins Gehirn einschleusen und das finde ich persönlich wirklich irre. Heute zeige ich euch meines Erachtens ziemlich verstörende Entwicklungen in der Medizin, die bald zu Besserung von Krankheiten führen soll. Doch das ist nicht alles, das ist nicht nur mit Parasiten möglich, Stoffe in unserem Körper bzw. in das Hirn zu bringen als Transportmedium, sondern auch Bakterien oder Viren. Diese können dann gewünschte Proteine in unseren Körper bauen lassen. Klingt nach einer Verschwörungstheorie? Nein, das wurde bei einem Vakzin bereits im Millionenstil weltweit so praktiziert vor kurzem. Doch eins nach dem anderen, bevor es losgeht, noch schon eine gute Tat verrichten und einen Daumen nach oben da lassen, ganz wichtig, damit dieses Video hier durch die Decke geht. Ein Artikel ist in der Welt erschienen Ende Juli und ich zitiere mal. Der Toxoplasmose-Erreger ist dafür bekannt, ins Gehirn von Säugetieren und Vögeln einzudringen. Wir sind auch Säugetiere, für die, die es nicht wissen. Nun hat es sich ein internationales Forschungsteam diese Eigenschaft, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, zunutze gemacht. In einem Machbarkeitsnachweis veränderte es den Parasiten Toxoplasmose gondii so, dass der Einzeller im Gehirn ein bestimmtes Protein gegen eine Krankheit bildet und in Nervenzellen einschleust. Allerdings müsse man die Wirksamkeit und Sicherheit, ja, das stimmt, die Sicherheit dieses gänzlich neuen Ansatz noch zeigen und dementsprechend verbessern. Ja? Das heißt, wenn man sagt, hier muss man etwas verbessern, dann kann man sich vorstellen, was alles schiefgelaufen ist. Ja? Schreibt die Gruppe von Shara Bacher von der Universität Tel Aviv im Fachblatt. Danach wird geschrieben, dass dieses Verfahren Vorteile bringen soll, da Proteine nicht direkt ins Gehirn gebracht werden können, da sie sonst zu Immunreaktionen führen würden. Nur wo ist der Unterschied, ob der Parasit es bildet oder im Hirn es quasi gegeben wird? Immunzellen entdecken es ja ohnehin an dem Neuron, denn wir haben bestimmte Immunzellen direkt an den Neuronen, die das Protein dann dementsprechend auch, wie gesagt, ohnehin sehen. Meiner Meinung nach Autoimmunerkrankungen und Reaktionen können hier wirklich die Folge sein. Ja, das ist meine Meinung. Der Grund ist jener, dass ohnehin fast 50% ja diesen Parasiten im Hirn haben. Ja, das ist aber sicherlich kein Grund, diese Zahl auf 100 hochschnellen zu lassen, denn gerade für Schwangere führt dieser immer wieder zu Früh- oder Totgeburten. Wir haben ohnehin schon seit 2020 einen deutlichen Anstieg von Totgeburten zu verzeichnen. Das ist aber wieder ein anderes Thema, meine rosaroten Panther-Freunde. Der normale Kreislauf dieses Parasiten ist ganz kurz. Die Katze scheidet Oozysten aus, die einen Wirt brauchen, zum Beispiel ein Mensch, vorzugsweise aber Mäuse. Ja? In den Mäusen reift dann das andere Geschlecht des Parasits heran. Das Verhalten der Maus wird so gefügig gemacht und so verändert, dass sie sich leichter fressen lassen und unvorsichtiger werden. Damit haben die Katzen ein leichtes Spiel und so gelangen beide Geschlechter dann dementsprechend wieder zusammen und die Katze scheidet dann dementsprechend wieder diese Oozysten aus und so weiter. Das gleiche passiert bei uns auch, ja, nur dass wir nicht von Katzen gefressen werden, also in der Regel nicht, ja, aber es wurde beobachtet, dass Menschen mit diesem Parasiten andere Verhaltensweisen aufzeigen. Das Verhalten der Menschen verändert sich, ja, das ist heute wissenschaftlich bewiesen und das finde ich absolut Wahnsinn, dass man in Kauf nimmt, seinen Charakter für immer zu verlieren, in dem Sinne, wie er vorher war, um dann irgendwelche Experimente... komm, lassen wir. Die Studie aus der renommiertesten Zeitschrift in Sachen Medizin und Co., ja, Nature, stellte diese Studie dann dementsprechend vor. Man sieht hier, dass die Vakuole des Parasiten in unseren Zellen eindringt und diese zunimmt, ja. So wie auch das Protein, ja, welches transportiert werden soll über den Parasiten, nimmt in unserer Zelle zu und akkumuliert sich darin. Doch wo kommt uns dieser Spuk denn so bekannt vor? Das gleiche Verfahren wurde bereits beim Impfstoff benutzt, die übrigens keine Zulassung mehr haben. Zum Beispiel AstraZeneca, denn diese haben selbst, ja,
aus unerklärlichen Gründen, den Entzug ihrer Zulassung beantragt. Selbst, das muss man sich mal vorstellen. Sie müssen ja wirklich zufrieden gewesen sein damit. Weiter heißt es, es habe nichts mit der Sicherheit zu tun gehabt oder der Wirksamkeit des Vakzins. Ja, die mussten ja wirklich sehr zufrieden sein mit der Technologie, die jetzt wieder auf Parasiten noch übertragen werden soll, ja. Oh, ein paar Monate später, AstraZeneca gesteht Nebenwirkungen. Was ein Zufall. Kurz nachdem sie gesagt haben, es hat nichts mit der Sicherheit zu tun gehabt oder der Wirksamkeit, warum sie selbst darauf plädiert haben, aus unerklärlichen Gründen den Entzug ihrer Zulassung zu beantragen. Naja, um euch dieses überaus fantastisch nebenwirkungsvolle möglicherweise Mechanismus nochmal zu erläutern. Hier eine kurze Erklärung, denn dieses gleiche Verfahren, ja, welches ja offensichtlich nicht optimal funktionierte, soll jetzt mit Parasiten funktionieren. Also Vektor heißen das auch, ja, also Vektorimpfstoffe. Ja, die genetisches Material des Erregers, ja, wird in ein Virus oder ein Bakterium eingebracht. Man müsste mal überlegen, diese Vektoren wären in so einer Krankheit wie C zufällig aus Versehen aufgetaucht, eingebracht worden, wie auch immer. Wie schnell sich dann plötzlich ein ganz bestimmtes Protein, und Proteine machen alles bei uns im Körper, alles wird gesteuert durch Protein bei uns im Körper, alles, Hormone, alles Protein. Ja, und stell dir mal vor, wenn man dieses bestimmte Protein, was auch immer jemand da, keine Ahnung, dann verteilt sich das auch ganz schnell in der ganzen Welt. Und so, na, Unvorsichtigkeit kann da einfach ganz schnell zu massiven Schäden führen, weltweit. Das macht mir auf jeden Fall Sorge und ist damit für mich ja die gefährlichste Art, die der Mensch jemals in der Geschichte ausgesetzt war. Diese Erreger lösen beim Menschen keine Krankheit aus, ja, so war es bei dem Vakzin. Diese sogenannten Vektoren, ja, vermehren sich nur begrenzt im menschlichen Körper, sodass sie keine Infektion verursachten, aber dennoch die Immunantwort stimulieren. Bei diesen Impfstoffen handelt es sich um eine neue Technik, die sich allerdings zur Impfung gegen Ebola oder Krebserkrankungen schon bewährt hat. Bei den auf ein Adenovirus basierenden viralen Vektorimpfstoffen von AstraZeneca zum Beispiel, ja, und Johnson & Johnson wird der genetische Code der Adenoviren so modifiziert, also verstümmelte DNA, dass sich das Virus im menschlichen Körper nicht vermehren kann. Ihr merkt aber, die kleinste Veränderung hätte hier fatale Folgen für die gesamte Menschheit. Wenn sich plötzlich dieses Virus doch vermehren könnte, vielleicht sogar höchst infektiös ist, ja, und dann bestimmte Proteine einfach in Millionen, Milliardenfacher, ja, Kopie hier in die Welt getragen werden. Und das macht mir Sorge, ganz klar. Es ist daher biologisch ausgeschlossen, dass das modifizierte Adenovirus eine Infektion verursachen kann. Naja, ausgeschlossen waren am Anfang aber auch Nebenwirkungen. Die DNA dieser als Vektoren verwendete Adenoviren kann in Zellkern eindringen. Ja, ganz wichtig, es kann in den Zellkern eindringen. Ihr Einbau in die DNA menschlicher Zellen wird jedoch durch Modifikation der Enden der DNA-Stränge verhindert. Naja. Aber hier schon wieder eine sehr sensible Stelle, wo viel zu schnell viel zu viel schieflaufen kann und Nebenwirkungen immer weiter entstehen kann, die vorher plötzlich auch nicht bekannt waren. Die DNA dieser Adenoviren wird im Zellkern in Boten-RNA transkribiert und an dem Zytoplasma geschleust, wo sie dann dementsprechend Proteine herstellt. So ist der Prozess. Also ich fasse die Technologie und meine Meinung einmal ganz kurz zusammen. Es werden Erreger genommen, zum Beispiel auch Parasiten, ja, die bei Schwangeren zu Totgeburten führen können. Oder andere Viren oder Bakterien, diese werden genetisch manipuliert und uns dann injiziert. Diese Erreger beeinflussen unsere Zellen, Proteine herzustellen, die der Hersteller möchte. Das klingt für mich nicht sehr einladend. Grundsätzlich bin ich persönlich sehr skeptisch, ja, gegenüber dem, denn die große Menschenmenge werden sich sicher nicht diesen Versuch unterziehen, diese Erreger oder Parasiten spritzen zu lassen, um dann zu sehen, was mit ihrem Körper passiert. Daher ist die Technologie für mich unmöglich testbar im ausreichend großen Stil, um dann dementsprechend wirkliche Nebenwirkungen aufzudecken. Und ich finde diese immer neuartigen Mechanismen immer fragwürdiger, vor allem der Tatsache geschuldet, dass Nebenwirkungen zustande gekommen sind, die vorher auch so nicht kommuniziert worden sind, ja. Und wovon der Hersteller anscheinend auch selbst nichts wusste oder doch wusste, man weiß es nicht. Und es ist einfach alles, ne. Und da geht es um Milliarden Gelder, ja. So, und das heißt schon was, wenn ein Unternehmen seine Zulassung selbst zurückzieht, um auf so viel Geld zu verzichten, halt einfach, ja. Wie ist eure Meinung zu der ganzen Entwicklung? Würdet ihr es bei euch testen lassen? Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de. Da gibt es die besten Fitmacher,
Labor geprüft, wissenschaftlich konzipiert von mir. Für eure Gesundheit, schaut sehr gerne da vorbei. Dankeschön für deinen Support und bis gleich auf purazell.de.